Stundenlang Schlange stehen zur Stimmabgabe. Auf diesem Parkplatz in Indianapolis trotzen Hunderte von Wählern der Kälte, um ihr Kreuz zu machen. Noch nie hat eine Wahl so viele Amerikaner schon vorzeitig an die Urnen getrieben. Bislang mehr als 85 Millionen. Ein neuer Rekord. Die Leute wollen unbedingt wählen, nicht nur wegen der Kandidaten, auch weil sie das Gefühl haben, es dieses Mal tun zu müssen. Meine Vorfahren haben dafür gekämpft, dass ich wählen darf. Und dieses Recht war noch nie wichtiger als in diesem Moment. Die hohe Wahlbeteiligung beflügelt Joe Biden. In landesweiten Umfragen liegt er vorne. In den besonders hart umkämpften Schlüsselstaaten wie hier in Iowa ist das Rennen jedoch offen. Corona-bedingt gleichen seine Auftritte einem Besuch im Autokino, inklusive Hubkonzert statt Applaus. Hupt, wenn ihr wollt, dass wir Amerikaner uns wieder vertrauen. Hupt, wenn ihr wollt, dass wir wieder eins werden. Wir können uns keine weiteren 4 Jahre Donald Trump erlauben. Der Präsident im Wahlkampf-Endspurt. 3 Massenkundgebungen täglich, ohne Abstandsregeln, ohne Maskenpflicht. So wie hier in Michigan, einer Demokraten-Hochburg, die er 2016 knapp gewonnen hat. Immer wieder weicht Donald Trump in diesen Tagen der Frage aus, ob er eine Abwahl klaglos akzeptieren würde. Vor allem an der Rechtmäßigkeit der Briefwahl sät er Zweifel, ohne Beleg. Wer hat schon abgestimmt? Wer geht erst am Dienstag wählen? Seht ihr, wir mögen die Briefwahl halt nicht. Da wird zu viel rumgetrickst. In manchen Bundesstaaten müssen die Briefwahlbögen bis zum Wahltag angekommen sein, in anderen Bundesstaaten nur abgeschickt. In Pennsylvania werden die Stimmen noch 3 Tage nach dem Wahltag gezählt, in North Carolina sogar 9. Klagen der Republikaner dagegen scheiterten vor dem obersten Gerichtshof. Die Auswertung kann Wochen dauern. Nur ein Erdrutschsieg eines der Kandidaten könnte frühzeitig Klarheit bringen. Experten fürchten, dass Donald Trump sich bei einem knappen Ausgang noch in der Wahlnacht zum Sieger erklären könnte, ehe alle Stimmen gezählt sind. Oder dass er das Ergebnis juristisch angreift. Falls es eine knappe Wahl gibt, wird Trump nichts unversucht lassen, vor Gericht zu gewinnen. Das hat er bereits angekündigt. Wenn es nach ihm geht, muss am Ende der Supreme Court entscheiden. Vor dem obersten Gerichtshof haben die Konservativen seit vergangener Woche eine Mehrheit von 6-3 Richterstimmen. Aus Sicht des Präsidenten ein strategischer Vorteil.